Hallöchen! Ja, mal wieder ein Video. Heute geht es mal um die RC Speed Challenge. Und zwar die nächstes Jahr. Ich habe von einem sehr, sehr netten RC-Kollegen etwas bekommen, was dann. Wir sind uns noch nicht hundertprozentig einig, aber ich denke mal, der Gesamtsieger wird das dann erhalten. Und zwar kam das Paket von Sascha Scholz. Ich packe mal ein paar Links von ihm unten in die Videobeschreibung. Er macht jetzt auch RC-Videos, hat eine Homepage, alles Mögliche. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Ein super netter Typ. Ja, was war in dem Paket? Erstmal hat er gesagt, es war noch was für mich drin. Also beziehungsweise für meine Kinder. Ein bisschen was Süßes. Richtig. Nette Geste. Top. Dann ein Beutel Schlüsselanhänger. Das sind echt viele. Ich weiß gar nicht, wie viele. Alles Yamaha. Da werde ich mir was einfallen lassen damit. Auf jeden Fall riesen Dank dafür. Da werde ich mir was einfallen lassen damit. Aber jetzt zum Eigentlichen. Und zwar kriegt der Sieger das hier. Das ist eine kleine Actioncam. Hier steht es schon drauf, Abbildung Originalgröße, eine kleine. Die kann in kleinen HD machen, Videoaufnahmen. Das Ding ist echt winzig. Die Videoaufnahmen, er hat mir ein Testvideo geschickt. Das geht absolut klar. Ist jetzt keine GoPro, das ist vollkommen logisch. Aber ich denke, so für den Sieger ist das eine ganz coole Sache. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie wir es machen. Entweder kriegt das der Gesamtsieger oder der Erste, der auf 200 km/h kommt. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Zubehör, dass ihr euch das schön ans Auto machen könnt. Oder so. Richtig coole Sache. Gucken hier mal noch rein, was hier noch dabei ist. Dabei ist hier noch ein TV-Kabel, eine Schlaufe und das Ladekabel. Also alles, was ihr braucht. Aufladen. An den Rechner und dann könnt ihr Aufnahmen machen. Hoch. Bisschen verrutscht alles hier. Ja, richtig geile Geste. Wer noch nicht weiß, was die RC Speed Challenge ist, ich packe euch mal einen Link in die Beschreibung. Letztes Jahr war ja richtig cool, muss ich echt sagen. Also nochmal danke an alle, die dabei waren, natürlich auch alle, die mitgewirkt haben, die das mit ins Leben gerufen haben. War echt cool, war stressig für mich auf jeden Fall, aber es war auch definitiv cool. Es wurden schon extrem kranke Wagen vorgestellt für nächstes Jahr. Unser Gesamtsieger vom letzten Jahr, der Arne von AB Racing, wird nicht leicht zu schlagen sein. Dann das Silber Aussie ist ihm ja auch auf den Fersen und dann waren ja noch einige andere Leute, die da, also alle eigentlich, die dabei waren unter den Top 10, richtig kranker Scheiß. Also ohne Witz. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich nächstes Jahr vielleicht auch mal mitmachen werde mit irgendeinem Auto. Das steht alles in den Sternen. Mal schauen. Wie gesagt, das hier bekommt der Gewinner. Der Gesamtsieger oder der Erste, der auf 200 km/h kommt, da es ist ja noch Haufen Zeit. Werden wir dann sehen. Die Schlüsselbänder, da packe ich eins auf jeden Fall dazu. Mit den restlichen, da werde ich mir mal was einfallen lassen. Mal schauen, wie wir das machen. Vielleicht, ich weiß nicht, wie viele das sind, da muss ich vielleicht mal zählen. Vielleicht mache ich mir dann wirklich die Arbeit und dann kriegt jeder, der in der Top 10 ist, ein Schlüsselband wenigstens. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall danke Sascha dafür. Richtig coole Aktion. Das Ganze wird jetzt wieder verpackt und wird schön verstaut. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.